Jetzt schauen wir uns die hydraulische Presse an und da können wir mit dieser hydraulischen Presse mit einem geringen Kraftaufwand einen Krankenwagen zum Beispiel hochheben oder einen Patienten. Ne, wenn wir so einen hydraulischen Betätigungszylinder haben, können wir auch so ein Bett nach oben hieven. Das geht auch mit der hydraulischen Presse. So, wie das Ganze funktioniert, ist es Zauberei? Nein, es ist Physik. So, zeige ich dir jetzt nämlich ganz ausführlich, beziehungsweise kurz und knackig. Also, wir haben hier Hydraulik, ne, das ist ja das Grundthema. Das heißt, wir haben hier eine Flüssigkeit oder Öl, kann es auch sein. Und Flüssigkeiten sind quasi inkompressibel, ne? Das heißt, können wir nicht zusammendrücken. Nicht so wie zum Beispiel dieses hier, das ist kompressibel, ne? Das kann ich zusammendrücken. Aber Wasser bzw. Öl, sehr, sehr schwierig, also ist inkompressibel. Und daher können wir das zur Übertragung von Kräften und Energien verwenden. Das ist halt perfekt. Und jetzt wichtig, wenn ich hier drauf drücke, Schweredruck betrachten wir jetzt hier nicht, ne? Der kommt eigentlich auch noch so ein bisschen mit zu, ne? Da müssen wir noch so ein paar Feinheiten machen. Aber wir machen jetzt ganz allgemein. Nur den Druck in der Flüssigkeit gleichmäßig verteilt, ohne jetzt großartig den Schweredruck zu betrachten. Jetzt geht es hier nämlich nur darum, wenn wir hier drauf drücken, erhöhen wir den Druck in der Flüssigkeit und der Druck ist dann in der gesamten Flüssigkeit, in der gesamten Flüssigkeit, das ist nämlich wichtig, also hier überall in der Flüssigkeit gleich groß. Das ist das Entscheidende, ohne Berücksichtigung des Eigengewichts, ne? Also ohne den Schweredruck jetzt. Das ist nämlich crazy und somit können wir, wenn du hier drückst, spürt das dieser Zylinder hier drüben. Ne? Also das hier wird dann in der Aufgabe gleich Betätigungszylinder genannt und das hier Lastzylinder oder Kolben, Lastkolben, Betätigungskolben. Wie bei einem Hebel lassen sich die Kräfte dadurch vergrößern. Das ist halt eigentlich das Crazy. Genau, Pflegebett, ne? Da gucken wir uns dann nachher noch eine Sache an oder hier im Körper, ne? Nucleus pulposus. Zellarmes Gewebe, das überwiegend Wasser enthält, wirkt wie Belastung, wie ein nicht komprimierbares, flexibles Wasserkissen, ne, und kann dadurch Stöße, Kräfte absorbieren, Längsrichtung der Wirbelsäule und verteilt den Druck, ne, weil der Druck wird ja hier gleichmäßig verteilt nach allen Seiten. Also wenn ich hier drücke, wird der Druck überall nach allen Seiten gleichmäßig verteilt. Der Druck ist dann überall gleich. Also das hier sind nochmal so zwei Anwendungen. Wenn der Druck überall gleich ist, heißt das ja, dass der Druck hier P1 und P2 auch gleich ist. Ne? Der Druck hier dem Kolben und oder an der Fläche und an der Fläche muss gleich sein. P1, P2. Und dann erinnerst du dich zurück, ne? Hatten wir ja ganz allgemein. Druck allgemein ist Kraft pro Fläche. Und jetzt setzen wir einfach nur ein. Kraft 1 pro Fläche 1 ist gleich Kraft 2 pro Fläche 2. Und dann stellen wir das nochmal um und dann kommen wir hier auf Kräfte einer hydraulischen Presse. Und das ist eigentlich schon die wichtige Formel. Ihr könnt es auch hier mit der Arbeit bzw. über die Energien machen. Arbeit ist ja Kraft mal Weg. Also hier die Kraft. Ich drücke das hier und dann drücke ich das einen Weg ein Stückchen nach unten. Ne? Also Zylinder vielleicht bis hierhin. So. Das hier ist dann S1. Und dann wird das hier nach oben gedrückt, aber ein bisschen kleiner. Der Weg, ne? Der Weg ist dann ein bisschen kleiner. Aber die Gesamtenergie, das wurde jetzt hier übertragen, bleibt erhalten, ne? Also wir haben immer sowieso in der Physik Energieerhaltung, ne? Wenn wir abgeschlossenes System haben. Also das ist die zweite Formel dazu, Kraft mal Weg, weil die Energien gleich sind. Also Arbeit ist konstant im Prinzip, ne? Das sagt das hier aus, Energieerhaltung. So, und damit wir die Formeln auch direkt anwenden, machen wir sofort eine Übungsaufgabe. Und da kannst du wieder für dich einmal Stopp drücken und die selber versuchen. Und dann gucken wir uns jetzt die Lösung an. Wir haben hydraulisches Patientenbett, kann über einen kreisförmigen Betätigungskolben, hat einen Durchmesser von 2 cm und einen Lastkolben, der hat dann 20 cm, einen Patienten mit einer Masse von 100 kg anheben. Also siehst schon, ne? Hat perfekte Anwendung. Mit welcher Kraft muss auf den Betätigungskolben gedrückt werden, um den Patienten anzuheben? Das heißt, wir können die Kraft, ne, also eine geringe Kraft aufwenden. Hier, wir drücken mit einer geringen Kraft, können aber hier eine riesen Masse hochheben. Ne, das ist crazy, wegen dem Verhältnis dieser Flächen und weil das konstant bleiben muss durch die Energieerhaltung. So, und wir gucken mal, okay, wie viel Kraft müssen wir denn aufbringen, für 100 Kilogramm Patienten hochzuheben? Dann nehmen wir die Formel, die wir kennen.
F1 mal A2 gleich F2 mal A1. Und die stellen wir dann um. Ne? Das ist die Kraft, die wir haben wollen. Das ist quasi der Betätigungszylinder. Und der Krankenwagen ist jetzt im Prinzip, steht für den Patienten 100 Kilogramm. So, und dann müssen wir ja, welche Kraft hier, F2, das ist ja die Gewichtskraft, ne, die hier noch, die wir überbrücken müssen. Also M mal G müssen wir überbrücken. Wir stellen das hier um nach F2. Das wollen wir ja haben. Dann bekommen wir F2 A1 durch A2. So, F2, das ist die Gewichtskraft, die müssen wir überbrücken. Deswegen setzen wir für F2 M mal G ein. Wir haben Fläche, das ist Kreis, wichtig, ne? Steht hier kreisförmig. Und eine Kreisfläche ist ja immer Pi r Quadrat. Hier auch wichtig, das ist der Durchmesser gegeben. Das heißt, du musst nochmal durch 2 teilen. Also haben wir hier für A1, A1 ist dann Pi mal R1 Quadrat. So, und für R1 haben wir dann 1 Zentimeter eingesetzt. Später dann, erstmal haben wir hier noch, genau, Schritt vorher habe ich hier noch Pi rausgekürzt. Und jetzt können wir alles einsetzen. Pi, Pi fällt raus. Und dann haben wir die 100 Kilogramm mal 10 Meter Sekunde Quadrat, ne, G. Wir setzen hier R1 ein. Also das hier ist R1. R1 von einem Zentimeter. Und hier unser R2, das ist 10 Zentimeter. Wir setzen das ein. Wichtig, ne, Quadrat nicht vergessen. Gut, 1 Quadrat ist 1, ne? Hier Zentimeter Quadrat haben wir dann. Und hier 10 Zentimeter zum Quadrat ist 100 Quadratzentimeter. Dann kürzt sich hier Quadratzentimeter raus, haben wir ein Hundertstel mal 1000 Newton noch. Das kommt ja von den 100 Kilogramm mal 10 Meter Sekunde Quadrat. Also müssen wir noch zwei Nullen hier quasi rauskürzen und dann kommen wir auf 10 Newton. Das heißt, du drückst mit 10 Newton nur runter. Das sind eigentlich nur 10 Tafeln Schokolade, ne? Hatten wir ja im vorigen Video bei Gewichtskraftmechanik, ne? Eine Tafel Schokolade, ein Newton, 10 Tafeln Schokolade, 10 Newton. Das heißt, das sind nur 10 Tafeln Schokolade, die du quasi an Kraft da drücken musst, um ein 100 Kilogramm Person hochzuheben, ne? Das ist schon crazy. Das ist Physik. Genau. Das war dann die Antwort E. Das heißt, geringe Kraft können wir eine große Masse hochheben. Es wird aber nichts verletzt, Energieerhaltung gilt, ne? Arbeit ist erhalten. Das heißt, das passt alles. Schau dir die Formel nochmal an und auch die Einheiten. Und dann war es das zu hydraulischer Presse. Und dann geht es im nächsten Lernvideo weiter mit Auftriebskraft. So, ich melde mich nochmal kurz dazwischen. Ich habe mich gerade versprochen und falsch markiert gehabt. Natürlich ist 10 Newton, ne? So wie es jetzt steht, 10 Newton korrekt. Und das ist die Antwort B. So, weitermachen und bis zum nächsten Lernvideo. Bis gleich.